Mit diesen krummen Fingern und Händen habe ich ein Werk zerlegt, veredelt und wieder zusammengebaut. Aber es ist immer noch keine Uhr. Das ist Teil des dritten Teils meiner dreiteiligen Seminarserie. Seid ihr gespannt? Ich bin's. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Der dritte und letzte Teil meines Borgward-Seminar-Videos. Das Werk ist zerlegt, veredelt, gereinigt, zusammengebaut und wartet jetzt nur darauf, eine Uhr zu werden. Ja, ich habe gedacht, das sei der kleinste und einfachste Schritt. Handwerklich ist es das vielleicht auch, aber Entscheidungen über Entscheidungen. Aber schaut selber. Quatsch. Roter Schriftzug und Sekundenzeiger meine ich jetzt. Roter Schriftzug, roter Sekundenzeiger. Nicht blauer Sekundenzeiger. Nein. Als Kontrast. Nein. Ich habe jetzt aber gerade hier die blauen da liegen. Okay. die blauen sind gerade im Angebot. Darf ich so klein das sein? Auf den blauen Sekundenzeiger kostet 2%. Ohne dir in der Hand. Ich will ja niemandem Zeiger geben. Ah, das sind die mit dem fluoreszierenden Material. Ja. Das sind die schwarz-matt. Also der Zeigervorrat ist ausreichend. Weiß, alles dabei. Die meisten Muffen hatte ich ja vor dem Zerlegen des Werkes und dem Zusammenbau des Werkes. Ich hätte nie gedacht, dass ein anderer Teil sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als das reine Zerlegen und der reine Zusammenbau. Hier sind wir jetzt gerade dabei, leider ist die Kameraposition dafür nicht ideal, Zeiger auszuwählen. Wir hatten die Wahl zwischen in Anführungsstrichen nur 6, 7 oder 8 verschiedene Zeigermodellen. Aber wir haben da gestanden, haben gerätselt, was passt am besten, welchen Zeiger nehmen wir, was passt am besten zur Uhr und so weiter und so fort. Also ganz, ganz schlimm für mich, hier eine Entscheidung treffen zu müssen. Natürlich hat der Jürgen Beetz angeboten, die Zeiger auch später nochmal tauschen zu lassen, aber man möchte ja seine perfekte Uhr haben und sich nicht später eingestehen müssen, eventuell einen Fehler gemacht zu haben. Also haben wir zusammen mit dem Michael, dem Uhrmacher, dem Chef von Borgward und den anderen Teilnehmern zusammengestanden und haben für jede einzelne Uhr überlegt, wie könnte der Zeiger aussehen, wie passt es zusammen, passt es zum Sekundenzeiger, passt es zum Blatt, welche anderen Elemente sind auf dem Blatt, wie kriege ich das hin und ja, ähnlich aufwendig wie die Zeigerauswahl. War noch ein anderer Teil des Zusammenbaus und der hat mit einem Putztuch zu tun, aber darauf komme ich später im Video. Jetzt schauen wir jetzt erstmal die Zeigersache an. Was haben wir denn das Zeigerangebot? Da muss ich mal kurz rumgucken kommen. Eine eckige Form ist da rausholen, offen oder mit Leuchtfarbe belegt, wenn du es nachts leuchten haben willst. Die klassische Form schwarz. Aber auch, ja, jetzt nicht diese typische Gradlinigkeit, oder? Aber auch Stahlglanz wäre auch so ganz dezent. Die haben doch Stahl. Ne, ist das die Rückseite, die Stahl ist, ne? Ja. Schmerz. Und was sagt ihr? Bleibt ihr dabei? Ja, ich finde das besser. Das ist eine gute Idee. Das ist trotzdem. Ist das schwarz oder ist das Stahl? Das ist schon trotzdem klassisch, ne? Ja. Finde ich. Also super. Aber ihr wollt doch, das gefällt mir. Ja, weil das wäre jetzt auch kein Thema, was ja. Du sagst, ja. Du willst auch den Stundenzeiger offen haben. Nee, ich will den. Stunde? Mhm. Und hier habe ich dann ins Punzen für Minute drauf zu drücken, weil wir haben ja verschiedene Durchmesser in dem Moment. Ja. So, den Stundenzeiger könnt ihr jetzt ins Zentrum reinlegen und könnten drauf drücken. Mhm. Da sitzt dann Futter drin. Das ist jetzt total egal von der Position her.
Ja, du hast aber auch applizierte Chrom-Indizes, ja, was keine schwarzen Indizes. Das bei dir schwarz. Das ist schwarz gedruckt. Wir haben die Farbe, wenn dann nochmal, das finde ich, wird nicht passen. Also es muss schon, muss meiner Meinung nach schon schwarz sein. Insofern kommt nur die Form. Die Birnenzweiger finde ich auch. Jährlich vorbeikommen zum Wechseln. Peter, was meinst du denn? Gut. Auch scheiße, ja. Hast du auch offene Zeiger? Das kam so spontan und überzeugend. Ich wusste nicht, wie ich argumentieren soll. Dein Hund ist doch nicht irgendwie so eine feine Dame. Du hast einen kernigen Hund, ja. Da kann auch ein kerniger Zeiger drauf. Das sind die, die sind auch durchbrochen. Ja. Die finde ich schöner als den hier. Ja? Ja. Was hast du denn für welche? Vielleicht mal tauschen. Ja. Das ist schlimm, wenn man Auswahl hat. Die Freiheit der Wahl ist der Zwang zur Entscheidung. Das ist echt scheiße. Ich glaube, ich bleibe dabei. Die erste Entscheidung ist meistens die erste. Ja. Vor allen Dingen, wenn du weg bist und hast nicht mehr die anderen vom Kopf, dann stellt sich die Frage auch nicht mehr. Ja, so ist es. Wenn er dann ist, dann kommen wir runter. Für den Stundenzeiger. Ja. Und können noch immer schwenken. Der andere Punzen für den Minutenzeiger. Okay. Den tiefer gedrückt, geht auch der Minutenzeiger immer mal. Fast den. Ja, siehst du den Zeiger mit rot, ja, so an der Spitze. Kann den jetzt bei den Stundenzeigerposition noch vollkommen egal. Aber der Spaß. Genau. Er hat den hier so vorsichtig drauf und drückt den dann mit dem Punzen runter. Ja. Bis er festsitzt. Ich kann mit dem Punzen nicht zu tief drücken. Ja. Kann man mit der Lupe nochmal kontrollieren, dass du den oberen Absatz siehst, wenn der frei ist für die Minute? Dann praktisch über die Uhrzeigeinstellung den Stundenzeiger genau auf 12 stellen, umschwenken und damit den Minutenzeiger praktisch genau übereinander. Und Werk anhalten, dass Sekunde auch genau oben ist? Oder? Hat keinen Sekundenstopp. Hat keinen Sekundenstopp? Kein Sekundenstopp, kein Sekundenarrett. Ah, alles klar, also fix sein. Husch, husch. Ja. Und dann halt umschwenken. Und nachher muss man aufpassen, wenn man das Werk rausholt. Muss nicht 20, ja, dass man nicht hier oben. Du musst das obere Plateau sehen, dass es bündig ist mit dem Zeiger. So. Weiß war Stunde, ne? Vorsichtig raus. Schwarz. Schwarz ist Stunde, okay. Jetzt müssen wir einfach nur mal kontrollieren, ob er aneinander vorbeiläuft, den Zeiger. Ja. Die Achse stülpen. Und dann kann man den hier oben schon so ein bisschen mitführen. Das ist nichts Schlimmes, aber wenn du seitlich guckst, die hängen aneinander. Der ist mir eben schon ein bisschen aufgefallen. Wie fest ist das? Ja. Nee. Reicht das? Nein, ne? Ist das so? Nee, reicht noch nicht, weil ich habe nichts mehr, wo die Minute drauf kommt. Aber sitzt schon gut. Dass sie halt aneinander vorbeikommen. Aber noch ein bisschen, ne? Weil ich habe ja oben nichts mehr, wo die Minute drauf festgehen könnte. Ja, und dann laufen sie aneinander vorbei. Dann kann man halt immer kontrollieren. Das ist reich. Echt? Ja, ich habe den kleinen Absatz stehen. Ich darf auch nicht zu tief kommen, sonst bleibe ich am Sekundenzeiger hängen. Okay. Und jetzt halt eben. Also ich mache es meistens auf 12 Uhr. Wirklich witzig. Also ich passt das super zu dem Rumpf, sage ich nochmal. Das ist halt nur auf 12 Uhr. Das geht nicht. Darf ich mal kurz gucken? Das muss halt eben genau sein. Nicht rausfallen lassen. Stell schon mal um, dass die Justus in der falschen Richtung geht. Spitzen. Auch für so eine Spitze nehmen, ist nicht überbewertet. Nee, ist nicht überbewertet. Da gibt es zwei Schlitze, ne? Nimm mal den anderen gerade. Leck mich doch. Oh, denkst du, Puppe? Ein Finger da brauche ich genau. Ja, Spitze habe ich nicht mehr. Nee. Das ist zwar dein Steckenpferd, aber. Was sagst du? Alles. Man kann die dann so ein klein bisschen jetzt auch noch auch drehen, damit sie mir nicht genau sehr, ne? Ja, aber guck mal, viel besser geht's doch kaum. Ne, bei denen vor allem dadurch, dass die hohl sind, kann man genau sehen, ob die übereinander stehen. Wie hast du schon draufgesetzt? Ne? Nein, ich habe den nochmal so unten drüber. Das sieht schon, das sieht, ach, gefällt mir noch nicht. Ich will den genau haben. Der ist noch nicht hundertprozentig. Bei denen hat das knack gemacht, bei dem hat er gar nichts. Es muss sich zwangsweise knack machen. Ja, der muss auf dem unteren Ring drauf sitzen. Guck ich schon, ich habe das auch bündig. Und guck mal, der steht jetzt auf 12. Der ist bündig mit dem unteren dicken Ring.
So, nee, das steht doch jetzt schon. Sicher? Ja, guck mal. So. Du siehst die Spitze des Stundenzeigers in der Mitte des Minutenzeigers. Okay. Dann, ja. Ja, ja. Also du hast also, ich würde das nie reklamieren, wenn ich sehe. Nee, nee, ist was neben dran. Echt? Ich stelle ja immer vor und dann zurück, wenn ich die Uhr stelle. Ja. Jetzt stehen die eigentlich genau übereinander. Wenn du im Zentrum bist, kannst du ihn ganz leicht halten. Ja, ja. Nicht auch wenn der im Kreis steht, dann etwas rechts neben der 60. Aber vor allen Dingen stehen die beide nicht winklig zu dem Unterschrift. Ah ja. Wenn du jetzt weiter rückwärts drehst, bis der Stundenzeiger ganz gerade steht, sind bald 5 Minuten Noten, wo er nebendran dran ist. Nee, ich sehe es. Die stehen jetzt genau übereinander. Aber und, nicht senkrecht nach oben. Und der Minutenzeiger ist ein Tick daneben, ja. Wenn ich das. Ja, das sieht doch gut aus. Wenn ich die Minute genau auf 60 ausrichte, ja, dann steht der Stundenzeiger rechts daneben. Schade. Und besten selber drauf gesagt haben mit dem Kistchen. Ich hole euch gerade die Wälder raus. Ah, klar, klar, lag beim Trocknen sich was gekräuselt hätte oder Lücke drauf gekappt. Das wäre nicht vom Edel. Da ist jetzt ein Zeiger massiv und einer. Und plötzlich hieß es: Hier ist das Gehäuse, hier ist das Putztuch. Dann guck mal, dass du das sauber bekommst, damit du hinterher kein Staubkorn und keinen Dreck und keinen Fingerabdruck auf dem Glas oder dem Blatt hast. Ja, wie oft habe ich mich beschwert, beziehungsweise habe gehört, wie sich andere beschweren, dass Uhren nicht sauber zusammengebaut wurden. Ehrlich, ganz im Ernst, bei meiner eigenen Uhr, ich weiß nicht, wie oft ich geputzt habe, das Tuch genommen und wieder und dann irgendwann gesehen, dass ich die Folie geputzt habe, also die Folie runter und wieder und ihr werdet das Putztuch noch öfter im Einsatz sehen. Ich war wirklich total panisch da, irgendwas übersehen zu haben, was ich hinterher nicht wieder fixen und reparieren kann. Schlimm, ganz schlimm. Und wenn es dann drin ist, kann die gut zu mir, dann mache ich das Werk innen drin fest. So, jetzt gucken wir uns die Lupe hier. Oh ja, das ist genau der Fussel. Gut, außen ist ja fast wurscht. Das Zierschrauben? Zierschrauben sind das nur. Ja. Weil die verschraubten Stecker am Ende ist das Eigenschaft, dass die gerne mal irgendwann sich aufgehen, wenn das Band sich bewegt. Vor allem, wenn das Konterschrauben sind und man abrutscht, dann verkratzt man das. Ich kann die gefahrloser wechseln als die anderen. Ja, geschraubten Stecker, das war mal so ein Trend gewesen. Aber das Problem ist halt eben, wenn das die nicht genau passen. Dann ist mit jeder Bewegung vom Band, kann das sein, dass sich die losschrauben. Oder man muss so viel Lockheit reinmachen, dass man die dann zum Bandwechsel eigentlich nur noch durchschneiden kann. Und das ist für die Hersteller natürlich kein Thema, die durchzuschneiden, neue zu machen, aber wenn man zu Hause ist und nicht den passenden Steg hat. So, ich hab's sauber. Und drauf, dann mal rüber zu mir. Das ist aber nur locker drauf. Ja, ja. Ja. Das heißt, ich kann es umkippen. Ah, ja. Oh, wie geil ist das denn? Dann kommt die endgültige. Ich konnte mir heute Mittag nicht vorstellen, dass wir um 5 so weit sind. Ja, ich auch nicht. Das ist aber auch tricky teilweise. Ja. Also alleine, auch mit anderen, würde ich mir das nie zutrauen. Ich sehe jetzt viele Sachen echt mit anderen Augen. Wenn ich so eine Uhr habe mit einem Flussel drin, habe ich früher gedacht, ach, kann doch nicht so schwer sein. Jetzt, wo ich das Gehäuse sauber mache, denke ich, oh scheiße, Flussel, ist noch was? Nee, ist noch nicht fertig, muss noch mal. Doch,
weiß genau, wenn ich irgendwelche Fotorahmen sauber mache, ich kriege die nie sauber. Ja. Ich kriege die nie sauber. Deswegen weiß ich, dass auch das wahrscheinlich nicht sauber ist. In der Sekunde. Ja, ich würde das auch machen. Besser. Mhm. Elfriede 1981. Mhm. So, ich muss mal umgehen. Ich will mal noch einen Kaffee holen. Ich krieg das nicht. Das Bad da reinmachen? Ins Bad? Das ist dann in der Toilette? Nein. Achso, no, das weiß ich, da würde ich wieder fragen. Irgendwann ist es dann soweit, man muss einfach sagen, jetzt ist das Gehäuse und das Glas sauber und jetzt gehört Uhrwerk mit Blatt und Zeigern auch in das Gehäuse verpackt. Am liebsten hätte ich ja das Gehäuse noch ein kleines bisschen geputzt, poliert und kontrolliert, aber das geht natürlich nicht. Irgendwann muss dann Feierabend sein, nochmal ein letzter Blick auf die Zeiger, ob die entsprechend gut gesetzt sind, denn auch das lässt sich ja im Nachhinein nicht kontrollieren. Und dann gab es vom Chef, vom Uhrmacher noch die Anweisung, wie genau das einzusetzen ist, denn auch hierbei kann man doch so manches kaputt machen, was Blatt oder Zeiger betrifft, wenn man das nicht ordentlich macht, falsch rum macht, falsch rum dreht, kann es sein, dass entweder die Aufzugswelle kaputt geht. Ach, doch nochmal. Sicher ist sicher, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wie gesagt, alles, was man außen übersieht, kann man natürlich korrigieren. Was man innen übersieht, das ist schlicht und ergreifend für mich dann nicht mehr reparabel. Es hilft nichts. Irgendwann muss man sich auch vom Putzen verabschieden. Naja, vielleicht nicht ganz. Vielleicht nur so halb, ein bisschen. Nein, irgendwann muss dann auch Feierabend sein. Und man muss dann auch den Mut haben zu sagen, besser kann ich es nicht oder es ist einfach gut. Und dann schauen wir zum allerersten Mal, wie die Uhr im Gehäuse aussehen könnte. Das war jetzt von morgens um 9:30, ich weiß nicht, nicht mehr ganz genau, wann es losgegangen ist, bis abends 5:30, wo wir hier sind. Und zum allerersten Mal sehen wir, wie die Uhr tatsächlich später am Handgelenk aussehen könnte. Das war ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man weiß, was da alles für Kleinteile drin sind, für Arbeitsschritte, was man alles selbst gemacht hat. Wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Deswegen sind skelettierte Uhren manchmal echt eine schöne Sache. Ja, das ist super. Da fällt der Dreck einfach durch. Ja, irgendwo hast du einen Liegen. Du musst halt so, wie heißt das, Kugelspielchen da? So Skelettuhren, ja. Ja. Das spielt total gut. Das ist super. Müssen wir einbauen. Dann schauen wir weiter. Oder? Das ist schon. Ich bin schon über. Das geht hier eigentlich gar nicht. So, guck mal, deine Polierung. Das ist doch geil. Ja. Du hast das eine, aber das ist doch verwechselt. Was denn? Die Polierung, wo die so schön aussieht. Bestimmt verwechselt. Wir haben aber bei mir dann den Namen und das Geburtsdatum eingemacht. Geburtstag? Geburtsjahr? Ja, das Geburtsjahr, genau. Ich wollte es ja eigentlich oben den Namen und unten die Zahl. Ist mir dann aber auch beim Tun nicht mehr, weil ich mich konzentriert habe, dass das überhaupt so passt. Weil ich wollte es ja genau andersrum. Du wolltest dich jünger machen, dass du bist. Nein, hast du auch gesagt. Ja, ja. Und, aber als wir dann angefangen haben, habe ich dann gar nicht mehr darauf konzentriert, wo es war, sondern auf diese Stempeltechnik. Dass ich das nicht falsch mache. Ich habe das gesehen, habe gedacht, du hättest dich umentschieden, weil du gesehen hast, dass das bei mir so brutal gut aussieht. Ich sei nicht Teamwork. Ich lege einfach nur vor, er meckert nicht und du denkst dir auch dein Teil. Und keiner sagt was. So entstehen Kriege, oder? Ja, gut, können wir eigentlich mal einen anzetteln. Nee, wir haben genug.
Müssen wir mal gucken. Ja, bis jetzt halt so. Die fliegen ja zwischen Nauern und Groß-Gera, fliegen die ja da immer rüber? Man hört sie schon abends. Also bei uns ist es brutal laut, wo wir also wohnen. Also hier ist so ein bisschen wettermäßig. Ja, ist Ostwind, wenn je nachdem, wie sie starten. Da sind wir alles provisorisch drauf. Muss nach Dietzenbach ziehen. Da wohnen ganz viele, die im Fraport arbeiten, viele Piloten. Weil hier ist es bei Groß-Gera teilweise brutal laut. Kannst du gerade mal. Ja, also hier, es geht eigentlich. Man hört es ja schon klar. Also abends Fernsehen gucken, manchmal oben mit offen. Oder die Schrauben, die Festungsschrauben noch locker machen, gerade mal gucken vom Aufzug her, der geht ganz, der hakelt. Ich denke, es hängt da was drin. Gucken, ob es jetzt besser geht. Ist halt noch neu, muss einlaufen. Ein bisschen Spucke dran, dann geht's. Kann aber sein, dass die Scheibe anläuft. Ist wasserdicht. Kommt dann die Spucke nicht rein. Cool. Aber wenn du jetzt wieder guckst, der Hund war eigentlich der Kopf jetzt von weitem, wenn ich ihn sehe, ich kann sofort erkennen. Ja. Jetzt, wo man es weiß, dann. Nee. Hat nichts mit. Tja. Oder? Das muss man erst mal wissen, dass das ein Hundekopf ist. Also von hier kannst du es nicht erkennen. Ich nicht? Ja, jetzt ja. Jetzt deutlich, ja. Die Zeige ist noch. Motte heißt der Hund? Yep. Die Tochter von Freunden von uns. Franziska, ist auch Motte. Ich kenne die nur mit der Motte. Ist der Sieg der weiblichen Logik. Wir haben den Hund angeschafft, dann geht natürlich die Namenssuche los. Meine Frau sagt, die sieht aus wie eine Motte. Ich sage, Motte, was ein blöder Name. Meinst du, ja, mach einen besseren. Ja. Hund heißt Motte. Jetzt können wir noch die Fingerlinge ausziehen, ne, bevor die Finger ganz absterben. Nee, irgendwie schneiden die ein. Das ist irgendwie, irgendwie nicht so prickelnd. Oh, die Durchblutung kommt zurück. Das war nah dran. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Schrumpf. So die sehen aus wie nach 3 Stunden Schwimmbad. So. Ja, wieso hast du dann alles überstanden, ne? Soweit. Ist jetzt eine Taschenuhr. Wenn ihr weitermachen wollt, dann müsst ihr mitkommen. Nachdem das Gehäuse eingeschaltet war, musste natürlich aus dem Gehäuse mit Uhrwerk auch noch eine richtige Uhr werden. Die Uhr kam auf die Zeitwaage und wir haben selber die Uhr, so gut es ging, einreguliert. Natürlich haben wir sie nicht in 5 oder 6 Lagen über einen längeren Zeitraum einreguliert, aber doch so, dass ich auch heute mit einigem Abstand immer noch sagen kann, die Uhr läuft wirklich sehr gut dafür, dass ich sie reguliert habe und das Ganze im Rahmen eines Seminars in einer quasi Ad-Hoc-Veranstaltung. Ich bin absolut zufrieden und vor allen Dingen konnten wir es auch selber machen. Die eingeschaltete, regulierte Uhr musste anschließend natürlich noch mit entsprechenden Bändern versehen werden. Auch hier wieder die Freiheit, sich zu entscheiden, ist die Qual der Wahl. Und zum Glück habe ich meine Wahl sehr schnell treffen können, habe aber bei den anderen Teilnehmern gesehen, dass das doch ein teilweise schwieriger Entscheidungsprozess ist. Und rechts liegt meine mit dem Hundekopf, links eine andere. Ihr könnt schon sehen, das Blatt ist zwar das gleiche, aber durch den unterschiedlichen Druck und die unterschiedlichen Zeiger
hat die Uhr dann wieder die ganz individuelle Note und das persönlich ist genau das, was ich von dem Uhrenseminar erwartet habe und was mich so wahnsinnig daran begeistert. Ja, mein Band habe ich dann selber montiert und was ich sehr schön finde, Borgward liefert die Uhren mit einem Typenschild aus. Da stehen die entsprechenden Angaben der Uhr drauf und die Limitierungsnummer wird mit einer Schlagzahl aufgebracht. Auch das haben wir selber gemacht und dieses Schild ist dann auf meiner persönlichen Verpackung. Auch hier haben wir selber Hand angelegt und noch einmal die drei Uhren des Seminars mit dem von mir unterschriebenen Gangschein und Garantieschein. Ich gebe mir quasi selber Garantie. Und noch einmal die drei Uhren. Das ist meine mit meinem Hund unten und den offenen geraden Zeigern. Die anderen haben roten Sekundenzeiger und rote Schrift gewählt, beziehungsweise blauen Sekundenzeiger und blaue Schrift. Und auf der Rückseite kann man dann entsprechend das schön veredelte Werk sehen, bei dem wir auch zumindest teilweise selber Hand angelegt haben. Bei dem Zweitagesseminar bleibt hierfür deutlich mehr Zeit, aber auch das Eintagesseminar ist wirklich klasse und super geeignet, einen unglaublich tollen Einblick zu bekommen. Gibt es natürlich auch ein kleines Zertifikat, falls mal beruflich in der Uhrenbranche was zu tun wäre, kannst du dich damit gerne überall bewerben. Sensationell. Und einfach eine Erinnerung nochmal. Ja, super. Heute. Sauber. Vielen Dank. Kriegt ihr die Lupe auch mit? Kriegt ihr die Lupe mit? Vielen Dank mit der Uhr, ne? Fürs Seminar, für die Betreuung, für die Einsichten und das erweiterte Verständnis für das, was man nicht machen sollte mit der Uhr. Das Expert, Borgward Expert 01 Seminar, sensationell. Ich habe richtig was gelernt heute. Hat saumäßig Spaß gemacht, ein super Team. Man hat sich super eingefühlt in die Leute und also das hat echt was gebracht. Ja. Als Uhrenfreund kann ich nur sagen, top, jederzeit gerne wieder, meine Empfehlung. Ja, was soll ich sagen? Beide Hände sind noch dran. Ich habe mir keinen Finger gebrochen, ich habe keinen bleibenden Schaden angerichtet und nehme eine Uhr mit. Besser konnte es nicht laufen. Es hat wahnsinnig Bock gemacht, wir haben unglaublich gelacht und ich muss jetzt mich ernsthaft konzentrieren, nachher zu gucken, was ich rausschneide, weil wir haben ziemlich viel Sinn und auch ziemlich viel Unsinn geredet und ich bin nicht sicher, ob jeder möchte, dass alles ins Video kommt. Es hat echt irrsinnig Spaß gemacht und bedauere keine Sekunde, die ich hier war. Als Beleg quasi, hier ist das gute Stück, was ich heute mit sehr viel Hilfe, Blut, Schweiß und Tränen zusammengedengelt habe. Ich habe eine Uhr, ich habe eine neue Uhr, ich habe sie euch im Video schon gezeigt und ich bin so froh, dass ich das Seminar gemacht habe. Nicht nur, weil ich eine wunderschöne Uhr habe, sondern auch, weil ich gelernt habe, dass Grenzen, die ich mir eingebildet habe, keine echten harten Grenzen sind, sondern dass ich mit entsprechender Hilfe viel mehr kann, als ich mir zugetraut habe. Und wenn ich das kann, dann glaube ich dann, dass es wirklich beinahe jeder kann. Wenn ihr Interesse habt, probiert es einfach aus. Es ist eine wunderschöne Erfahrung. In dem Sinne, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.